Heute begleiten wir Rebecca, die bei einer großen Verlagsgruppe in der Pressestelle arbeitet. Wir wollen erfahren, was man als Pressereferentin so macht. Also ganz allgemein ist die Pressestelle dafür da, Informationen vom Unternehmen an die Multiplikatoren weiterzugeben, also Journalisten meistens im Bereich Print, Online, Fernsehen, Radio. Bei uns geht es ja vor allem um einzelne Bücher, das heißt, wir machen keine Unternehmens-PR an sich oder zumindest selten, sondern eben Produkt-PR für die einzelnen Bücher bzw. Autoren. Dazu muss Rebecca vor allem kommunikativ sein. E-Mails, Briefe, Texte für Ankündigungen und Flyer müssen geschrieben und viele Fragen am Telefon beantwortet werden. Verlagsgruppe Drömer-Knauer, Kölber, hallo. Bei ihrer Arbeit greift sie auch auf eine Datenbank zurück, in der viele Pressevertreter und ihre Fachgebiete gespeichert sind. Doch eine gut gepflegte Datenbank alleine kann den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Ja, das ist im Prinzip das wichtigste Werkzeug, was man hat in der Presseabteilung, dass man eben seine Journalisten kennt, dass man seine Kontakte hat und auch weiß, in welchen Bereichen die Interesse haben und was die besprechen oder wen die in ihrer Talkshow haben wollen. In einer Pressestelle gibt es aber noch mehr zu tun. So muss ein Unternehmen auch wissen, was über die Firma oder ihre Produkte berichtet wurde. Unter anderem auch aus dem Sinn, dass es, wenn wir jetzt sagen, wir machen in 2 Jahren nochmal einen Titel mit einem Autor, der schon ein Buch bei uns gemacht hat, dann kann ich hingehen und gucken, wie war denn das Echo auf sein erstes Buch. Oder ich kann eben, was die Lektoren dann eben ganz gerne machen, die nehmen aus älteren Rezensionen die Pressestimmen raus, um die eben hinten aufs Buch so ein kleines Quote abzudrücken, was halt eine begeisterte Pressestimme meistens ist. Bevor wir uns verabschieden, wollen wir aber noch wissen, was den Job so besonders macht. Dass man eben A, kreativ sein kann, B, viel mit Menschen zu tun hat, also sei es jetzt Journalisten oder auch die Autoren, und dass man eben auch zum Beispiel auf Messen unterwegs ist, auf Veranstaltungen unterwegs ist und da eben dann auch mal rauskommt aus dem Büro.